Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein neuer Podcast erwartet euch hier, diesmal mit einem Gast, und zwar dem Dino Gröger von der Firma Leica. Hallo Dino, grüß dich. Hi Christian, schön hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kommt es denn, dass du hier sitzt und welche Produkte hast du im Portfolio? Ja, wie kommt das? irgendwie bin ich eingeladen worden hierher und bin der Einladung natürlich sehr gern gefolgt. Und ja, wie sind wir zusammengekommen? Ich bin jetzt seit roundabout einem Jahr für die Firma Leica tätig, und zwar rein im Bereich für die Smart Projection, sprich für den Ultrakurzdistanzbereich, also Laser-TV. Und ja, da sind wir halt zusammengekommen, wir beiden. Ich habe zu euch gefahren, habe euch das Produkt einfach mal vorgestellt und habe dann, ihr habt auch gesagt, boah, genau, das passt ja. Genau. Das ist mal eine Qualität, das sucht seinesgleichen. So was brauchen wir. Ja, Leica ist ja ein wirklich alteingesessenes Unternehmen. Ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut, was es da so gibt. Also die Firma Leitz wurde 1869 schon gegründet. Firmensitz ist Wetzlar. Berichtige mich bitte, ist er immer noch? Ist immer noch. Immer noch? Ja. Immer noch deutscher Standort. Alles in Wetzlar. Ja. Ist wirklich auch interessant. Ist auch für jeder Mann, jeder Frau zugänglich. Ja. Das heißt, der Store ist da, Reparaturservice, An- und Verkauf. Als auch, was ganz interessant ist, man kann die Produktion in den einzelnen Schritten sich anschauen, weil die Produktion ist ja auch direkt dort, vor Ort für die Kamera von Leica. Ja. Und du kannst halt durch die Glasscheibe gucken, wie das gemacht wird. Hergestellt werden. Fun Fact, Leica heißt Leitz Kamera, habe ich richtig auch gesehen. Eigentlich Leitzsche Kamera, richtig, genau, abgehört und Leica dann dafür. Das, wie das früher so war, ne? Man hat so schöne Firmennamen immer zusammengesetzt. Das Unternehmen hat ja viele Sachen aber immer in Richtung Optik entwickelt, damals mit Mikroskopen angefangen, habe ich gesehen, dann natürlich die bekannte Leica Kamera, die Objektive davon, und im Projektionsgeschäft wart ihr auch schon mal längere Zeit tätig, allerdings mit Dia-Projektoren etc. Habe ich zumindest gesehen. Ja, das ist schon einige Jahre, Jahrzehnte her, dass wir mal damit angefangen haben, auch mit dem Bereich Filmkamera, Dia-Projektion. Mhm. Haben das dann aber eine ganze Zeit lang dann in diesem kleinen Filmformat nicht weitergeführt. Ja. Beziehungsweise dann für die Objektive, wie zum Beispiel Steven Spielberg und etwaige Regisseure, die Objektive gebaut und hergestellt. Aber rein in diesem Bereich, auch jetzt, wo wir uns jetzt befinden, im Bereich Laser-TV, da sind wir wirklich ganz frisch eingestiegen. Was ist das denn? Was ist denn ein Laser-TV? Was ist ein Laser-TV? Ja, genau. Was ist eine Dampfmaschine? Stellen wir uns mal ganz einfach vor. Und zwar, wenn man von Projektion spricht, ist bei jedem erstmal so ein Bild im Kopf, glaube ich, vorhanden. Ich habe irgendwo einen Projektor, der unter der Decke hängt. Ich muss viele Kabel verlegen. Das Bild ist schlecht, es ist milchig, es ist laut. Ich habe eine Lichtquelle unter der Decke. Nein, sowas haben wir gar nicht mehr. Mhm. Sondern Ultrakurzdistanz oder Laser-TV ist halt nach wie vor ein Projektor. Aber das Ganze in einem wirklich schönen Gehäuse mit dem Vorteil, dass ich ihn halt direkt vor die Leinwand stellen kann. Mhm. Das heißt, wir brauchen nur eine Kurzdistanz von ca. 25 cm Abstand zur Leinwand. Das heißt, es ist so ein Möbelstück, was ich integrieren kann, was ich nicht verstecken muss. Ja. Das heißt, ich brauche nicht diese ganzen Kabel, sondern es ist alles in einem integriert. Das ist der große, große Vorteil davon. Was man jetzt bei einem normalen Beamer auch hat, ist ja normalerweise, dass es einfach nur das Endgerät ist. Das heißt, ich muss meine Quellen dran anschließen, sprich SAT oder Kabeltuner, irgendwie noch ein Apple TV, damit ich Smart-Funktionen bekommen kann. Das ist bei euch aber anders, ne? Korrekt, ja. Bei uns sind alle Sachen integriert. Du hast DVB-C, DVB-T, DVB-S komplett integriert. Das heißt, alle Empfangstuner. Empfangsmöglichkeiten sind schon drin. Diverse, also in dem Fall zwei HDMI-Ausgänge. Wir haben USB-Ausgänge. Wir haben also SPDIF. Wir haben alle Ein- und Ausgänge da, die man braucht. Das heißt, eine All-in-One-Lösung, um es so zu präsentieren. Ja. Jetzt gibt es ja Laser-TV-Beamer oder Projektoren. Ich würde mal sagen, seit relevant 5-6 Jahren auf dem Markt. Die großen verdächtigen asiatischen Unternehmen sind natürlich da auch dabei.
Was unterscheidet denn euren Beamer jetzt, sag ich mal, von den eher Mainstreaming-Produkten, die Samsung und LG auf dem Portfolio haben? Das sind eine ganze Menge Unterschiede mit dabei. Das fängt schon allein bei der Optik an. Mhm. Sprich, unser Beamer kommt, oder unser Laser-TV kommt in wirklich tollem Gewand daher. Das heißt, in eloxierten Aluminium gebürstet. Ich nenne es mal so wie in Bauhausstil. Das heißt, ich brauche ihn nicht verstecken. Die üblichen Verdächtigen, die du gerade ansprachst, wir nennen sie dann so ein bisschen die Plastikbomber, möchte man am liebsten verstecken. Und unserer kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben ihm auch deswegen ein größeres Gehäuse spendiert, damit er auch wirklich sehr, sehr gut dasteht. Als auch, dass wir ihm Dolby Atmos System mit 6 Lautsprechern so geschenkt haben, um nicht unbedingt Lautsprecher anschließen zu müssen. Natürlich für den Kinoklang macht das auf alle Fälle Sinn. Aber für einen ganz normalen Film einfach mal zu schauen, ich vergleiche es immer, wenn meine Tochter die Eisprinzessin guckt, dann langt das. Da braucht sie kein Dolby Digital Surround haben, sondern dann langt die Lautsprecher. Ja. Und es ist einfach der Name Leica, der dahinter steht. Das heißt, Leica steht für Qualität. Und vielleicht auch eine Anekdote fand ich ganz nett. Bevor ich bei Leica angefangen habe, habe ich mich natürlich mit dem Produkt beschäftigt. Ja. Hab dann auch geschaut, welche Händler arbeiten mit dem Produkt. Ruf einfach mal an, schau es dir mal an. Gesagt, getan. Ich rief also bei dem Händler an. Ich sagte, guten Tag, Sie werden als Händler genannt. Ich würde mir das Produkt ganz gerne mal anschauen. Sagt er, ist leider noch nicht da. Okay. Ich sage, aber das ist typisch für Leica. Dann wunderte ich mich ein bisschen, sage, warum? Sagt er, ja, Leica ist so perfektionistisch, die bringen das Gerät erst auf den Markt, wenn da wirklich alles stimmt. Ach so, also die Info war schon auf dem Markt. Es gibt den Cinebeam 1, aber er war noch nicht verfügbar. Richtig, genau. Er war auch bestellt, aber es wurde das Feintune, der Feinschliff gemacht. Und erst dann, wenn wirklich alles stimmt, kommen die Geräte auch erst zur Auslieferung. Mhm. Schön. Das fand ich wirklich sehr interessant und hat mich natürlich auch bestärkt zu sagen, da bist du wirklich bei der richtigen Firma gelandet. Ja. Was mich auch überzeugt hat, war so ein bisschen neben den eigentlichen Qualitäten, die das Produkt hat, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass ihr quasi ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet. Einmal für uns Händler, aber natürlich auch letztlich für den Kunden, der kaufen möchte. Also ihr arbeitet mit einem deutschen Unternehmen für Leinwände zusammen, Selection. Genau. Und mit unterschiedlichen Möbelherstellern, weil irgendwo muss das Ding ja auch drauf. Genauso sieht es aus, ja. Da sind wir wirklich froh, dass wir ja diese Komplett- oder Gesamtlösung anbieten können. Das unterscheidet uns natürlich auch ganz stark von den Mitbewerbern. Wie du schon richtig sagst, wir arbeiten mit der Firma Celexons zusammen im Screen-Bereich, als auch unter anderem mit dem Firma Spektral, die ihr ja auch hier bei euch in euren Räumlichkeiten vorhanden habt, als auch unter anderem mit der Firma Kettnacker. Sitzen in Dürmentingen unten in der Nähe so von München. Ja. Das ist ganz wichtig, dem Kunden, also euch auch dem End, als auch dem Endkunden eine Komplettlösung zu zeigen. Das heißt, es ist so als TV oder als Beamer-Lösung nicht erkennbar. Genau. Und das denke ich mal, es gibt ja diesen Spruch, Happy Wife, Happy Life, im Hinblick vielleicht auch auf die Fußball-EM, der Mann vielleicht sagt, Mensch, ich großen Fernseher, 100 Zoll, 120 Zoll kriegen wir ja auch hin, möchte ich ganz gern haben, aber die Dame des Hauses sagt, ja, aber so eine schwarze Kiste kommt mir nicht an die Wand. Dann ist das natürlich die Lösung, um ein richtig schönes, elegantes, selbst zu gestaltendes Sideboard zu haben, wo ich auch sagen kann, es soll schwarz mit roten Füßen sein oder eine grauen Bespannung, wo die Sachen reinkommen. Und dann, wenn ich Fernsehen gucken will, drücke ich das Knöpfchen, der TV öffnet sich, die Leinwand fällt aus und ich habe halt dann die Möglichkeit, entweder 80, 100 oder 120 Zoll, je nachdem, für welchen Beamer ich mich einmal entscheide. Ja. Ich habe eine feste Optik mit verbaut. Habe ich dann Fernsehen oder Kinoabend? Wenn nicht, frei das Ganze wieder ein, wie sehe nichts. Also ganz wichtig, da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil für diejenigen Hörer, die sich da jetzt noch nicht mit beschäftigt haben, also ihr müsst euch vorstellen, da steht ein Möbel, individualisierbar, nennen wir Spektral, weil wir es als Partner jetzt bei uns auch haben. Ich kann es planen in unterschiedlichen Farben, also nach dem kompletten Sickenskatalog. Es gibt unterschiedliche Bespannungen vorne. Ich kann unterschiedliche Füße dran setzen. Und in diesem Möbel selbst steht einmal oben drauf, beziehungsweise etwas eingelassen, euer Beamer. Und im Hintergrund unter einer Klappe befindet sich dann die Selexon-Leinwand. Das ist eine motorische Rahmenleinwand.
Und die wird auf Knopfdruck, also wenn ich den Beamer letztlich einschalte, ausgefahren, vorher nicht sichtbar. Und wenn ich dann plötzlich die genannten maximal 120 Zoll vor mir sitzen oder stehen habe, mit dem entsprechenden großen Bild, dann ist das immer ein wirklich Aha-Erlebnis. Was mich dann auch direkt zum Bild führt, weil das hat mich echt beeindruckt, ist die neben der Bildschärfe, die es bringt. Das ist immer noch so ein typisches Kinobild, also ein Beamerbild. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem, weiß nicht, OLED oder LED-Fernseher, sondern man hat so schon den Eindruck, ich sitze im Kino. Aber die Helligkeit, die übertragen wird, also es lässt sich durchaus auch in einem helleren Tageslichtraum betreiben, ohne dass jetzt komplett abgedunkelt werden muss. Das finde ich auch immer so ein Punkt, weil es ist halt nicht nur der Einsatz, sag ich mal, wenn ich mit meinen Jungs mich samstagabends hinsetze, um Fußball zu gucken, wie man so ein Heimkino vielleicht in einem nicht genutzten Kellerraum ausbaut, sondern es ist ja nun letztlich ein Instrument, was im Wohnzimmer steht oder stehen sollte. Und da ist natürlich nicht immer dunkel, sondern man will auch vielleicht, wie du jetzt mit der Eisprinzessin, auch mal tagsüber was gucken. Genau, richtig. Dann muss natürlich auch irgendwie eine entsprechende Leuchtkraft dahinter stehen und das habt ihr. Also das sieht man sehr deutlich. Ja, danke dafür. Genauso sieht es aus, Christian. Und zwar diese Komplettlösung ist es, was das Ganze auch so interessant für euch als Händler, als auch für den Kunden macht. Das heißt, dass ich dann Kino auf Knopfdruck habe und bei Händlern oftmals, wo ich dann vorstellig werde, die sagen, oh, ich habe es jetzt aber nicht dunkel hier, passt das hier auch am Schaufenster? Wo ich ganz klar sage, ja, bitte sehr. Nicht jeder hat abgedunkelten Raum irgendwo, wo er Kino schauen möchte oder sich anschauen möchte, sondern ganz normal bei Tageslicht auch. Und das macht die Qualität halt aus, um dann diese Leuchtkraft auch darstellen zu können. Ja. Und das sprachst du auch gerade an. Heimkino ist immer so ein bisschen, man hat ein Bild im Kopf, unten ein Familienhaus, Keller, es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen muffig und dann können wir da mal Kino gucken. Das ist gar nicht unsere Intention, sondern wir möchten ganz gerne im Wohnzimmer präsent sein mit dieser Komplettlösung und zu sagen, guck mal, ein richtig schönes Möbel und wenn ich Fernsehen oder Kino gucken möchte, schaue ich das, wenn nicht, dann halt nicht. Und da hatte ich auch ein tolles Erlebnis mit einem Händler, der mir sagte, Herr Kröger, das ist so eine tolle Bildqualität. Sagte mir dann auch, dass er damals Kinoführer gewesen sei. Ach ja. Und sagte, du darfst bitte einen Kinofilm nicht mit dem Fernsehen vergleichen. Das sind ganz andere Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Und der ist nach wie vor so begeistert davon und sagt, steht auch übrigens bei ihm zu Hause jetzt mittlerweile, weil er sagte, boah, finde ich super die Lösung. Muss sein, ja. Und das war auch nochmal von der anderen Seite, das zu beleuchten, aus der Sicht eines damaligen Kinovorführers, das zu hören, war wirklich interessant und schon sehr, sehr, sehr augenöffnend für mich. Ja, das ist also, was ich auch gesehen habe, ist, wenn wir jetzt einfach mal so auf Schwarzwerte gehen oder sowas, das ist nicht mehr genau wie du sagst mit diesem Bild, was man im Kopf hat, mit diesem klassischen Beamer, der unter der Decke hängt, der weiß ich nicht, von Optoma, Namen genannt, ich sage aber mal mit Konkurrent für 800 Euro oder sowas, was man früher in Ermangelung eines großen Fernsehers für kleines Geld sich letztlich ins Wohnzimmer oder in den genannten Keller gestellt hat. Das hat damit nichts mehr zu tun. Also das muss man sich wirklich mal anschauen. Das ist echt spannend. Ja, davon lebt der Leica dann auch. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe, ich war und bin nach wie vor sowas von begeistert und sehe es ja auch bei euch, man baut das Ganze auf, es ist wirklich schnell aufgebaut, schnell installiert, angeschlossen und kann sehr schnell das Ergebnis sich anschauen, vor allem auch anhören. Ja, ja. Das ist ja auch der große Vorteil bei uns, dass man einerseits natürlich gerne ein paar Lautsprecher oder Dolby Digital Surround, wie auch immer, was man haben möchte, mit anschließen kann über einen externen Receiver, als auch, wenn es ganz normal über die Lautsprecher laufen zu lassen. Ja. Das langt voll und ganz aus. Das ist wirklich okay. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ihr habt drei unterschiedliche Optiken da drin. Drei Größen, genau. Genau, die unterscheiden sich nur durch die Größenangabe des jeweiligen Bildes, was damit projiziert wird. Korrekt, so ist es, genau. Okay. Das heißt, vom Äußeren her und von den Dimensionen her sind alle drei Leica CineOne identisch. Es ist einfach nur, dass die Optik, dass halt eine feste Brennweite eingestellt ist. Entweder habe ich einen 80 Zoll oder einen 100 Zoll oder 120 Zoll. Ja. Das ist ganz wichtig. Andere Hersteller arbeiten da mit Zoom-Effekten oder Vergrößerung. Genau. Ja. Das wäre nicht Leica-like. Das kommt dem Anspruch und wird uns nicht gerecht.
Deswegen haben wir eine feste Brennweite und deswegen setze ich einmal damit auseinander, sagt, welche Größe möchte ich haben. Dementsprechend auch wird die Leinwand konfektioniert und das entsprechende Möbel, damit alles dann so zusammenpasst. Die Frage, die sich dann natürlich direkt anschließt, sind diese Optiken tauschbar? Also wenn ich jetzt mit 80 Zoll angefangen habe und ich sage, ich habe mich räumlich verändert, jetzt habe ich plötzlich größere Fläche für 120 Zoll übrig, wäre das möglich? Ist leider nicht möglich. Nicht möglich. Nein. Okay. Vergleich, ich kaufe mir einen mit dem Sternfahrzeug als 200er und sage dann, ist mir ein bisschen wenig PS, können wir da nicht doch noch mal einen 300er Motor reinsetzen? Aber 230 geht. Ja. Richtig, mit dem Chip-Tuning dann wieder Nein, das ist für dich einmal festgelegt. Geht nicht. Ja, spannend. Dann also würde ich einfach sagen, wir lassen das hier aufgebaut. Und wir würden relativ zügig dann auch in die Demo einsteigen und ich kann einfach nur nach draußen geben, kommt vorbei, schaut ihn euch an. Es ist wirklich ein beeindruckender Unterschied auch zu den Mainstream-Laser-TV-Beamern. Auch die haben wir hier natürlich und dann kann man gerne mal einen Vergleich ziehen. Auf alle Fälle, den Vergleich brauchen wir nicht zu scheuen, sage ich immer. Gerne. Man muss sich den Leica einfach anschauen. Man muss davon überzeugt sein. Man sieht es und sagt, that's it. Okay. Das ist wirklich toll. Dino, jeder, der hier sitzt, den lassen wir nicht raus, ohne dass er auch noch einen Liedwunsch für uns hier hinterlässt oder für unsere Zuhörer. Ich muss singen. Ein Liedwunsch gerne, Also wenn du das kannst, gerne. Nein. Das hat man noch nicht gehabt, das wäre neu, Das möchte, glaube ich, keiner hören, aber gerne. Ein Liedwunsch, ja. Da fällt mir eine spontan Lady Gaga, Hold My Hand von Top Gun 2 ein. Ja, cooler Song, auf jeden Fall. Höre ich so sehr gerne und ist auch nach wie vor ein schöner Film, um sich den auf dem Leica Cinema One anzuschauen. Ich hatte, das war glaube ich letzte Woche, eine Vorführung gehabt und da ist ein cooler Song mir vorgeschlagen worden. Kannte ich auch, aber ich hatte ihn schon lange nicht mehr gehört und zwar von Ray Cooder, Crazy About an Automobile. Auf dem Titel Every Woman, auf dem Album heißt das Every Woman I Know. Hört euch den mal an, schön groovig, bluesig, mit Gitarre, geniale Stimme. Also da fängt das Bein an, direkt mit zu wippen. Wunderbar. Dino, vielen Dank, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast. Und bis bald. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Danke, Christian. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.